Andreas Vollmer-Weiß aus Wuppertal ist Busfahrer. Er fährt täglich viele Schüler und die bewaffnen sich immer mehr. Die harmloseste Waffe war bisher immer dieses Abwehrspray. Dann haben die Schüler Schraubenzieher, teilweise Hammer, Rasierklingen, Teppichmesser. Mittlerweile fährt Andreas nachts gar nicht mehr. Zu groß ist die Angst, seitdem er angegriffen wurde. Das vergesse ich nie, weil da wurde mir eine Rasierklinge von, ich sag mal, von einem 18- bis 20-Jährigen während der Fahrt auf einem Nachtexpress am Hals gehalten. Und da wurden, deswegen ein bisschen verwirrt, aber und da sind dann andere Fahrgäste eingeschritten, die hatten mir dann geholfen. Wir treffen uns in Dortmund bei Lünen mit einem Schüler, der anonym bleiben möchte. Er sagt, er trägt sein Messer schon seit einigen Jahren bei sich, zum Schutz, wie er behauptet. Zu oft hat er schon Messerstechereien oder auch Schießereien mitbekommen, erzählt er. Doch sein eigenes Verhalten findet er nicht weiter bedenklich. Och, sind halt nur Spielzeuge. Früher hatte der Schüler einen Schlagstock, der wurde ihm bereits von der Polizei abgenommen. Jetzt hat er dieses Messer, damit wurde er noch nicht erwischt. Auch wenn er selber bewaffnet ist und dadurch für andere gefährlich wirkt, er selbst möchte sich an seiner Schule sicherer fühlen, deswegen fordert er. Vorher in der Schule mal Taschenkontrolle, wie bei manchen Schulen. Auch Andreas Vollmer-Weiß wünscht sich das. Ich sag mal, jeder, der in einem Geschäft arbeitet, der wird von seinen Vorgesetzten mal kontrolliert, ob er nicht was eingesteckt hat. Ich sag mal, und das erwarte ich dann teilweise auch von Lehrern oder von Eltern, dass die mal gucken, was die Schüler in ihren Sporttaschen, in ihren Rucksäcken so wirklich mit sich rumtragen. Weil das sieht man ja erst, wenn was passiert. Durch so eine Kontrolle hätte vielleicht das Unglück in Lünen verhindert werden können.